Immer wenn Sandra Schindler unter Menschen geht, kann sie schnell in unangenehme Situationen geraten. Denn sie hat Probleme, Gesichter zu erkennen, von Nachbarn, Kollegen und sogar guten Freunden. Ich habe meine Tochter in der Schule abholen wollen und bin so eine Treppe hochgelaufen. Mir kam jemand entgegen. Das war offensichtlich irgendwie eine ältere Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Und ich habe halt gegrüßt, wie man es halt so macht, wenn man jemanden in der Schule trifft. Und und irgendwie hat sich dann hinterher herausgestellt, das war eine gute Freundin von mir. Und das habe ich in dem Moment überhaupt nicht erkannt. Ja, also das war einfach, habe ich nicht gesehen. Immer wieder passieren ihr solche Situationen. Auch ihre Freundin Dominique Vigoureux erkennt Sandra Schindler auf dem Spielplatz nicht. Bei einem Videoanruf erzählt uns die Freundin von der skurrilen Szene. Ich bin ganz freudig auf sie zumarschiert, habe gelächelt und umso näher ich gekommen bin, habe ich einfach gemerkt, sie erkennt mich nicht. Ich hatte tatsächlich kurz an mir selbst gezweifelt, ob ich jetzt auf jemand Fremdes zugehe, weil sie mich so perplex angeschaut hatte. Man hat einfach total gemerkt, dass es ihr extrem unangenehm war, jemanden nicht zu erkennen, der so auf sie zukommt. Die Vorfälle verunsichern die junge Mutter und lassen sie an sich zweifeln. Als ich die Situation dann gehäuft haben, wo ich dann die Menschen nicht mehr erkannt habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also bin ich eigentlich noch ganz normal oder was? Und das ist eben so, dass man, wenn man das nicht weiß, dann ist einem das erstmal peinlich und man denkt, man ist nicht normal. Ne? Sandra Schindler liest von Prosopagnosie, einer Gesichtserkennungsschwäche. Ist das der Grund für die Vorfälle? Ist auch sie betroffen und wenn ja, wie stark? Um Gewissheit zu haben, besucht sie den Psychologen Klaus-Christian Carbon, einer der wenigen, die an diesem Phänomen forschen. Ihm ist wichtig, dass Betroffene ihrem Umfeld klar machen, dass sie die Gesichter schon erkennen können, aber nicht zuordnen. Man muss sich das so vorstellen. Nehmen wir an, wir gehen nach Asien, nach Südkorea, sind da nie gewesen, kennen keine Südkoreaner und dann sehen die alle gleich aus. Aber die sehen natürlich überhaupt nicht alle gleich aus. Gesichter, die auf den ersten Blick alle gleich aussehen, genau so ergeht es Sandra Schindler auch mit ihr vertrauten Gesichtern. Also was ich halt noch problematisch finde, ist, dass man immer mal wieder als arrogant eingestuft wird, ja. Ja, weil man die Leute nicht erkennt. Und das hat überhaupt gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern ich kann es einfach nicht, ich kann sie nicht erkennen. Und es hat nichts damit zu tun, ob die schön oder hässlich sind oder was auch immer. Ja. Es ist einfach, ich kann es nicht beeinflussen. Forscher gehen davon aus, dass der Vorgang der Gesichtserkennung in drei miteinander verbundenen Hirnarealen stattfindet. Und genau dort vermuten sie die Ursache des Phänomens. Bei Prosopagnostikern scheint es so zu sein, dass die Hirnareale an sich funktionieren, aber nicht ganz so gut verschaltet sind, wie sie eben bei anderen Personen verschaltet sind. Das heißt, die Kommunikation zwischen einzelnen Hirnarealen, die eben für die Verarbeitung von Gesichtern sind, das sind mindestens drei, die funktioniert nicht ganz so effizient. Und deswegen funktioniert das Gesichtsverarbeiten zwar in vielerlei Hinsicht, aber nicht das Identifizieren so wirklich gut. Mit Hilfe eines speziellen Fragebogens kann der Forscher herausfinden, ob die Gesichtserkennungsschwäche angeboren ist oder durch einen Unfall oder eine Erkrankung ausgelöst wurde. Der nächste Test soll Auskunft darüber geben, wie stark die Gesichtsblindheit bei Sandra Schindler ausgeprägt ist. Wenn Sie jetzt erstmal hier auf das linke schauen, was erkennen Sie da? Ein Mann mit Bart. Ein Mann mit Bart. Und was ist das da? Sieht aus wie Cäsar jetzt auf den ersten Blick. Aha, okay. Das ist ziemlich gut. Also bei starken Fällen von Prosopagnosie würden Sie hier noch nicht mal irgendwie erkennen, dass es ein Gesicht ist. Yeah. Eben nicht aus so einem Bild, was so unfassbar wenige Informationen trägt. Sie erkennen hier keine Augen eigentlich, aber für Sie bildet sich trotzdem dieses Bild. Also ist es ein erstes Indiz, dass Sie nicht ein ganz stark betroffener Fall sind? Nächste Aufgabe, sich das Gesicht des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vorstellen. Haben Sie ein ganzes Gesicht gesehen? Also ich glaube, es ist eher so die Körperstatur bei ihm. Okay. Ne? Prinzipiell ist es auch so, dass Sie sich nicht so richtig das Gesicht vorgestellt haben. Oder konnte man sich das schon einwandfrei? Nee. Und das ist auch ganz typisch. Ein Prosopagnostiker, eine Prosopagnostikerin sind meist nicht fähig, tatsächlich sich ein Gesicht vollständig vorzustellen. Die Folge der eingeschränkten Kommunikation der zuständigen Hirnareale miteinander.
Ich würde Sie auf den ersten Blick jetzt mit diesen ersten Screening-Tests, würde ich sagen, das ist eine eher mildere Form, milde bis vielleicht mittelstark. Sie haben viele Tricks oder sehr, sehr viele Ideen eben entwickelt, wie Sie das besser in den Griff kriegen. Ja, also ich gucke immer nach markanten, nach Auffälligkeiten irgendwie, markante Nase oder abstehende Ohren sind toll oder sowas, ja. Also ja, irgendwas, was nicht standardmäßig ist. Behandeln lässt sich die Gesichtsblindheit nicht. Aber für die Betroffenen ist es eine enorme Erleichterung zu wissen, dass es sich um ein anerkanntes Phänomen handelt. Und mit entsprechenden Tricks können sie dann auch die meisten peinlichen Situationen vermeiden.